Grüezi, wir sind die Artischockers. Willkommen wieder zurück beim Adventskalender. Wir machen heute das vierte Türchen auf. Das müssen wir zuerst noch finden. Da ist es. Wir hatten ja schon zwei Dinge, sind ein Arbeiter und das ist, ich habe es kaputt gemacht, noch ein Dino und da sehe ich schon was anderes. Da kommt schon wieder nicht raus. Das sieht aus wie ein kleiner Raptor. Raptor, das sieht aus wie... Nicht ganz blue, das ist ein bisschen das Brown. Ich habe keine Ahnung, wie diese Dinos sein. Also, sieht, ja, sieht niedlich aus. Also, wir haben jetzt schon die Sachen hier. Das sagen wir schon ziemlich beim Weihnachtsspecial, wo wir das letzte Türchen öffnen. Ein Dino, noch ein Dino, ein Arbeiter. Und jetzt dieser Raptor. Ich werde das ist sehr, sehr cool. Ja. Genau, und ich muss mich noch entschuldigen. Ich muss mich noch entschuldigen, denn ich rede manchmal zu schnell. Ich bin dabei, mich an mir anzugewöhnen, langsam zu reden. Und schon würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Apropos, bis morgen. Vielleicht kommt heute noch mal sein. Und wir haben viele Ideen für die 24-Stunden-Challenge. Ja. Wie werden sie die sollte ab nächste Woche kommen. Also wir werden sie nächste Woche wahrscheinlich aufnehmen. Wenn wir Zeit haben. Ich werde Ihnen nochmals entschuldigen, wir haben wirklich nie Zeit, weil es braucht lange. Es braucht 24 Stunden. Nichts. Ja. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch schon weiter Challenge ein bisschen an den Videos schneiden. Es wird sehr wahrscheinlich eine in einem Raum mit nur einer Anzahl von Dingen, die wir mitnehmen dürfen, fünf oder so. Stimmt alle nochmals ab, was ihr wollt. Die Auswahl ist 24 Stunden in einem Raum, das wir auslosen oder so. Oder in einem bestimmten, zum Beispiel auf einer Wiese draußen, 24 Stunden. Und ja, stimmt nochmal ab. Wenn ihr weitere Ideen habt für 24 Stunden, ist das auch eine Auswahl und könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und genau, falls ihr seht, dass bei einem unserer Videos die Kommentare deaktiviert sind, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Wir wissen nicht, warum YouTube das immer macht, denn wir haben es in den Standardeinstellungen so, dass es eigentlich immer an sein müsste, aber es ist eben leider nicht so. Auch wenn ich nochmals nachschreibe beim Hochladen, ob es an ist, ist es noch oft trotzdem wieder abgeschaltet. Genau. Da hat mein Bruder schon mehrmals gerufen. Die Kommentare sind deaktiviert, auch wenn ich sie nochmals aktiviert habe. Da informiert uns da gerne. Wir sind daran zu schauen, warum das immer so ist, warum es sie deaktiviert. Dann würde ich sagen, ciao, bis morgen. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.